Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! So Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, ich habe eine kleine Sache anzukündigen, denn nächste Woche Montag werde ich wieder an meinen Zahn operiert. Das heißt, zurzeit ist das ja nur eine kleine Brücke, das ist nur ein Provisorium. Und ich werde operiert und ich weiß nicht, wie ich nächste Woche Videos drehen kann. Aber wenn ihr wollt, kann ich Marco vor Zelt drehen, ja auch ohne Zahn. Ihr seid es ja so mittlerweile ja schon gewohnt. Und aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wenn ich scheiße aussehe, ist es mir im Endeffekt egal, ihr müsst es ja nur ertragen. So. So Leute, eine andere Sache, der Itzios-Kanal läuft immer besser, wir haben schon über 13.000 Abonnenten, wenn ich weiß, was es ist. Jeder, der ein gutes Video hat, kann dort ein Video einreichen und wird so gefeatured. Und ich habe mir dann überlegt, wir brauchen dringend eine Website. Die Seite heißt itzios.tube, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal reinschauen und klicken und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Dort, wenn man auf die Seite kommt, kriegt man erstmal direkt einen Pop-Up in die Fresse. Ich muss aber mal gucken, wie ich das am besten gestalte, das gefällt mir noch nicht ganz. Dort in diesem Pop-Up seht ihr sofort, welche Abstimmungen gerade auf dem Itzios-Kanal stattfinden. Das zum Beispiel, was soll mit dem Elektro-Longboard geschehen? Da könnt ihr einfach voten. Ich habe schon gevotet. So, zack. Und dann könnt ihr dies oben wegklicken. So, auf der Webseite selber haben wir schon Fotos von ganz vielen User draufgehauen. Wenn ihr selber so ein Foto schicken wollt, das findet ihr oben links auf der Ecke unter It's Yours News. Und dort könnt ihr gerne ein Foto von euch einreichen, wenn ihr selber oben auf den Header mit eurem Foto sein wollt. Das findet ihr unten hier. Was kann man alles auf der Webseite noch machen? Ihr könnt natürlich auf der Webseite ein Video einsenden. Das ist ja ganz normal. Bisher ging das über meine Webseite, aber ich will das über eine eigene Webseite machen. Dort könnt ihr einfach eure Sachen eintragen, euer Video eintragen und wenn ihr unter 18 seid, eine Einverständniserklärung der Eltern. Aber wir haben jetzt natürlich eine neue Kategorie, die heißt Videos empfehlen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein Video geil findet oder einen YouTube-Kanal geil findet, könnt ihr das selbstverständlich da einreichen und wir kontaktieren dann den YouTube-Kanalbetreiber, ob ihr nicht Lust habt, mit uns zusammenzuarbeiten, quasi ein Video einzureichen und wir das für den Post umgehen quasi bewerben. Für die Leute, die keinen Kanal kennen oder kein Video speziell kennen, gibt es auf dieser Seite, auf derselben Seite einen Link, da heißt Kanal finder.de. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr sofort zu einer Seite, wo man Kanal finden kann auf YouTube. Das heißt, ihr könnt da einstellen Deutschland, welche Kategorie und wie viele Abonnenten darf der Kanal denn haben. Ihr solltet natürlich keinen Kanal suchen, der über 100.000 Abonnenten hat. Das wird natürlich nichts bringen und der wird uns auch total schief angucken. Es muss schon ein Kanal sein, der ein bisschen kleiner ist, die ungefähr so 10.000 Abonnenten haben und die würden wir dann durchgehen lassen und mal einfach anfragen, ob die Bock haben, ein Video einzureichen. Das heißt, ab jetzt könnt ihr Kanäle und Videos empfehlen und Leute, die sich besonders Mühe geben, nicht vergessen, könnt ihr natürlich selbstverständlich als Moderator ausgewählt werden. Auf dem Itzios-Kanal ist es sowieso so, wer sich Mühe gibt, der bekommt natürlich irgendwann einen Moderator-Status. Also wir wählen wirklich aus, wer sich am meisten Mühe gibt, wer in den Kommentaren aktiv ist, wer Kanäle oder Videos einreicht, der bekommt zwangsläufig irgendwann einen Moderator-Status. Aber nicht vergessen, diesen Status nicht missbrauchen, sonst schmeißen wir euch natürlich raus. So, solltet ihr irgendwelche Fragen noch zu Itzios haben, gibt es natürlich jetzt einen Reiter FAQ. Dort findet ihr alle wichtigen Fragen, die ihr so benötigt. Sollten noch weitere Fragen dazu kommen, werde ich das natürlich dazu schreiben. So, bevor wir jetzt mit dem Unboxing beginnen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie kann man das schlechteste Format auf YouTube noch beschissener machen? Und da kam mir die Idee, vielleicht einfach mal ein paar Apps vorzustellen, bevor wir mit dem Unboxing beginnen. Mittlerweile bekomme ich viele Anfragen von Firmen, die Apps haben und ich habe immer gedacht, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Aber wenn es euch interessiert, würde ich einfach mal ab und zu mal auch Apps reviewen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an. Denn die Firma Sparen oder besser gesagt der Channel auf Telegram, das ist so eine Art WhatsApp-Messenger, aber dort kann man zum Beispiel Kanäle aufmachen und dort hat die Firma Sparen ganz viele Deals am Start. Übrigens habe ich vergessen zu sagen, dieses Unboxing wird unterstützt von dem Channel Sparen auf der App von Telegram. Ein bisschen kompliziert, aber das klären wir jetzt. Also Telegram ist nichts anderes als ein WhatsApp-Messenger. Dort kann man aber Channels herstellen, wie bei YouTube. Dort können User das quasi kostenlos abonnieren und bei dem Channel Sparen gibt es natürlich ganz viele Deals. In diesem Channel hat natürlich Sparen Sparangebote und ohne Scheiß, ich habe das jetzt mehrere Wochen in Gebrauch und auf einmal sehe ich hier so Adidas. 50% auf Adidas Schuhe. Ich so, als ob. Und normalerweise lasse ich mich von diesen Sparangeboten und so weiter nicht blenden oder so ein Scheiß. Alles klar, dann klicke ich mal drauf. Ich so, 50% auf Adidas. War ich schon verwundert, dass ich bei Adidas auf jeden Fall rausgekommen bin. Und dann dachte ich mir so, what the fuck? Das ist wirklich zu der Hälfte bekommt man hier tatsächlich Sachen von Adidas. Und ihr wisst ja selber, Adidas! Und, warte mal, was ist das denn für ein Schuh? Oh, Alter. Ey, der Schuh ist ja mal wirklich geil. Ohne Witz jetzt mal. Wie viel kostet? 83. Ja, für meine Schuhe habe ich 140 bezahlt. Und hier gibt es die für die Hälfte. Aber Leute, ich will ja nicht Werbung für Adidas zu machen, sondern für die Spar-App. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne den Telegram-Messenger downloaden und den Channel Sparen abonnieren. Den Link dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und vielen Dank für die Unterstützung an Sparen. Und ich würde sagen, los geht es jetzt mit dem Unboxing. Ah!
macht immer wieder Spaß. Aber das Aufräumen nicht! Shit. Man muss auch immer schwer aufpassen, dass man nicht darüber fährt, ne? Sonst gehen die direkt kaputt. Schon mal aufgefallen, dass ich immer das Paket mit diesem Messer öffne? Das liegt daran, ich finde das Messer einfach übertrieben geil. Das glänzt immer so schön bei Marco Fitzel und ich finde das immer so geil. Ich würde sagen, los geht's! Ah, ich bin halt! Zero Touch! Ach, das ist von Logitech. Oh, ein Brief. Hallo Tutu, hast du schon mal das Zero Touch von Logitech getestet? Damit kannst du Alexa ganz einfach und super easy per High Five aktivieren und schon hast du Antwort auf allen deine Fragen. Probier es doch mal im Auto aus. Dir einen Witz erzählen lassen, auf der Fahrt nach Hause einkaufen, das Wetter während der Fahrt abrufen, die neuesten Kinofilme auschecken. Viel Spaß damit und stets eine sichere Fahrt. Dankeschön an die Firma Logitech. Ich hatte natürlich im Vorhinein schon mit der Firma gesprochen, aber ich wusste nicht, was sie mir schicken. Ich habe sogar gedacht, die schicken mir eine Maus. Leider nein, leider gar nicht. Aber ist nicht schlimm. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Handyhalterung fürs Auto. Also ohne, dass man während der Fahrt das Handy berühren muss. Das ist schon mal richtig cool. Und das Coole daran ist, dass Alexa integriert ist. Ufa. Ah. Okay, so sieht das aus, Freunde. Boah, das klebt ja richtig. Da muss man das so festkleben. Ah, guck mal, das hier sind Metallhalterungen. So sieht die aus, meine. Die ist schon integriert. Die habe ich schon mal geklebt, deswegen muss ich das hier nicht anbringen. Und dann sollte das kleben bleiben. Ich werde jetzt mal die App installieren und dann würde ich sagen, testen wir das mal in richtigen Bedingungen, oder? Ich würde mal zum Auto gehen, oder? So, die App ist installiert und jetzt öffnen wir mal die App. So, eine App fordert die Berechtigung zum Aktivieren von Bluetooth für dieses Gerät. Ja, zulassen. So, hallo, ich bin Zero Touch. Guten Tag. Ich habe die Zero Touch Windschutzscheibe. Den Schutzstreifen aus der Halterung heraus. Schutz, das muss man rausziehen. Zack. Okay, hab ich. Ey, das ist ja richtig gut. Das Unlocken hat geklappt. Jetzt folge das Koppeln. Die High-Five-Geste im Abstand von circa 2,5... Perfekt. Jetzt weißt du, wie du mich aufwächst. Sage einfach nach dem Piepton Max texten. Max texten. Versuchen wir es noch einmal. Sage einfach nach dem Piepton Max texten. Max texten. Max texten. Max texten. Verdammt nochmal, Max. Vielleicht sollten wir in realen Bedingungen gehen. Gehen wir mal ins Auto. So, Freunde. Wir testen das Ganze mal in realen Bedingungen. Also dieses Ding hier, was ich hier habe, kann schon mal... weg. Weil das Ding kann ich überall anbringen. Ich kann es hier anbringen. Oh, scheiße. Ich kann es hier anbringen. Oder hier anbringen. Ich kann es überall anbringen. Und das ist schon mal richtig nice. Max texten. Max texten. Max texten. Max texten! So, Freunde, leider funktioniert das nicht mit meinem Handy, warum auch immer. Ich hoffe, das liegt nur am Handy. Ich versuche das jetzt mit dem Samsung Galaxy S6. So, jetzt versuchen wir mal mit dem anderen Handy. Max texten. Gut. Für die Nachricht an... Hallo, Alexa. Alexa ist derzeit nicht aktiv. Bitte in den Einstellungen aktivieren. Okay, ich hatte eben keine Alexa installiert. Das muss man noch in den Apps-Einstellungen machen. Amazon Alexa installieren und dann kannst du auch mit Alexa quatschen, weil eben war nicht Alexa zu sehen. So, nochmal. Alexa, wie wird das Wetter in Köln? In Köln, Deutschland beträgt die Temperatur aktuell 46 Grad bei überwiegend bewölktem Himmel. Wie viel Grad? Was hat er gesagt? Sonniges Wetter. 46 Grad. Höchsttemperatur von 60 Grad und Höchsttemperatur von 38 Grad. Wir brennen, Leute! Amazon Alexa, du bist ein dummer Teufel, ey. Alexa, bitte Hundekuchen und Tennisbälle in meinen Einkaufswagen legen. Okay, ich habe Hundekuchen und Tennisbälle in deinen Einkaufswagen gelegt. Alexa, erzähl mir einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen der Schule und einem Knochen? Der Knochen ist für den Hund und die Schule für die Katz. Alexa, erzähl mir noch einen Witz. Egal wie leer deine Flasche ist, es gibt Flaschen, die sind leerer. Alexa, wann findet mein nächster Termin statt? Es wurde noch kein Kalender eingerichtet, um deinen Kalender zu verknüpfen. Also man muss da tatsächlich bei Alexa noch ganz viele Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Musik hören willst, dann brauchst du diese Musik Prime oder was auch immer man braucht, damit der auch Musik von der Library von Amazon abspielt und so weiter. Aber also ich muss tatsächlich sagen, die Halterung ist schon mal geil, ne? Weil du kannst tatsächlich überall im Auto anbringen. Es ist scheißegal, weil das haftet ziemlich gut. Das ist schon mal top. Dann finde ich es super geil, dass man wirklich mit High-Five-Geste, das heißt, man muss das Handy nicht berühren, sofort Alexa am Apparat hat und er alles für dich ausführt, selbst bei Amazon-Einkauf und so weiter und so fort. Finde ich richtig
richtig nice. Und dadurch erhöht sich tatsächlich die Sicherheit beim Fahren. Wie gesagt, ihr müsst das Handy nicht mehr berühren oder rumklicken oder was auch immer. Ihr könnt das alles per Sprachbefehl machen und per High Five. Ihr dürft natürlich nicht zu hart dran gehen, sonst ja, fällt das Handy runter. Also, wie gesagt, ihr solltet es nicht berühren. Darum geht es. Ach, ihr wisst, was ich meine. Zurück ins Studio! Ja, das Produkt gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, ich muss erstmal kurz hier einrichten. So, ist das gut so? Ja, vielen Dank an Logitech für das Produkt. Gefällt dir. Dankeschön. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal ein paar Fanpost auf. Fanpost, Fanpost! Kann man das aufklappen? Nein. Alles auf Tücher, alles klar. Das kann ich auch gut gebrauchen. Ha! Dextra Energy, habe ich noch nie probiert. Mmh. Vincent, hallo Vincent, 10 Jahre alt. Kannst du mir eine Autogrammkarte schicken? Natürlich kann ich eine schicken. Du hast ja einen wunderbaren Brief dazu gelegt. Danke für das Dextro Energy, schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und für die Taschentücher, die kann man immer wieder gebrauchen, wenn ich meine Videos angucke. Da kann ich ja nur noch heulen. So, und jetzt ein Paket aus Chinatown. Haja, haja. Boah, ganz neue Batterie. Was passiert, wenn es aus China kommt? Alles im Arsch. Ach, wie geil ist das denn? Das ist ein Fahrradhalter fürs Handy. Oh, cool. Das ist ein Fahrradhalter. Das ist ein Motorrad- und Fahrradhalter. Wie cool ist das denn? Bam, bam, bam. Jetzt kann ich, während ich Nerf spiele, kann ich immer wieder auf mein Handy gucken. Aber die haben noch mehr zugeschickt. Guck mal, alle Pakete sind zersetzt. Das ist ein Selfie-Stick, Freunde. Yeah. Verschiedene Adapterkabel. Oh, das ist nice. Damit kann man euer Handy wasserdicht bekommen. Wie cool ist das denn? Da könnt ihr Aufnahmen unter Wasser machen. Hält das auch wirklich dicht, Freunde? Seht ihr, das Wasser bedient das Handy. Das ist natürlich schlecht. So, gucken wir mal. So, 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 so. Gehen wir mal. Oh, scheiße. Oh, guck mal, eine Spar-App ist wieder aufgegangen. Was ist das denn? FIFA-Spiel? 9 Euro, aha. Also das Handy ist auf jeden Fall trocken. Ja, so, 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 so. Das ist eine Linse. Ist das? Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Weitwinkelobjektiv, aber es ist genau das Gegenteil, sondern ein zoomt. Also ihr bekommt tatsächlich den dreifachen Zoom-Effekt. Guck mal, wie ihr seht, das sind meine Waffen hinten. Und wenn ich das jetzt abmache, seht ihr das? Wie weit das zoomen kann? Also Blitzwand hat auf jeden Fall geile Sachen. Vielen Dank, aber die haben leider keinen Brief oder sowas ähnliches. Vielen, vielen Dank an Blitzwoll. So, jetzt machen wir wieder ein Fanpaket auf. Ach, oh Scheiße, ich habe da noch einen gemacht. Boah, der hat mir noch mehr Kugel geschickt. Schon mal ein geiles Bild. Warum malt eigentlich keiner mein Gesicht? Bin ich so hässlich? Ihr könnt doch auch mein Gesicht malen. Boah, da kriegt ihr das nicht hin, Freunde. Das ist lustig. Also der Mike hat einen kleinen Quiz gemacht. Der hat eine Frage gestellt und hier vorne ist die Lösung dazu. Die Frage ist, wie viele Handys hast du schon repariert? Also vermutlich die ich veröffentlicht habe. Ich habe viel mehr repariert, aber die ich veröffentlicht habe, ich würde mal schätzen, das sind über 200 Handys, was ich auf YouTube veröffentlicht habe. Und die Lösung ist... Na, was ist die Lösung? Kein Plan, only a joke. Alter, willst du mich verarschen? Keiner nimmt mich mehr. Aber du kriegst trotzdem von mir ein Autogramm zurück. Und ein paar Sticker. Danke für deine Einsendung. So, jetzt kommen wir schon zum letzten Paket, Freunde. Boah, ist das schwer. Jetzt bin ich mal gespannt. Böh, Alter, was ist... Ach du Scheiße, das ist ein Akku-Pack fürs Handy, Laptop, alles Mögliche. Guckt euch das an. Unterschiedliche Adapter für verschiedene Laptops. Das heißt, ihr könnt damit, mit diesen Dingen könnt ihr euren Laptop laden. Ganz viel verschiedenen Kabel. Gerade wenn ihr viel reist und den Laptop dabei habt, könnt tatsächlich euer Handy laden und euer Laptop, Kameras, alles. Ihr könnt alles hier drüber laden. Und zusätzlich hat man hier USB-Anschlüsse, 4 Stück. Dann hat man noch für den Laptop 12 Volt Ausgang und 20 Volt Ausgang. Hier vorne drückt man, hier sieht man die LED-Anzeige. Das ist ja mal mega. Heute war das echt ein krasses Unboxing. Richtig nice. Das kann ich wirklich alles gebrauchen. Vielen, vielen Dank an die ganzen Firmen, die das zur Verfügung gestellt haben. Und Dankeschön auch an die Abonnenten. Alle Links zu den Produkten findet ihr natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Die Hälfte der Leute guckt mittlerweile über das Handy. Ihr müsst einfach hier irgendwo unten, hier und hier in eurem Handy, ist ein kleiner Pfeil. Wenn ihr draufklickt, öffnet sich die ganzen Links, die ich hier gepostet habe von den ganzen Produkten. Richtig nice.
Vielen, vielen Dank nochmal und jetzt geht es los mit euren Fragen. Zwiesus DND, wenn du in die Zeit zurückreisen könntest und drei Geschehnisse ändern könntest, welche Ereignisse würdest du ändern? Also ich würde tatsächlich nur ein Ereignis ändern und das wäre genau an dem Tag, wo ich mit meiner Klasse zum Schlittschuhfahren gefahren bin und mich so auf die Fresse gelegt habe und dadurch meinen Zahn kaputt gemacht. Das wäre das Einzige, was ich ändern würde, sonst würde ich gar nichts ändern. Meine Frage, hast du damals, als du noch recht kleiner YouTube-Kanal warst, manchmal darüber nachgedacht aufzuhören? Denn ich meine, jetzt bist du schon ein recht großer YouTube-Kanal und würde mich mal interessieren. Ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören, noch nie, auch als ich ganz klein war. Ich sehe auf meinem Kanal, manche Videos haben 100.000 Klicks und manche nur 20.000 Klicks. Das ist mir scheißegal. Mir macht es einfach Spaß, was ich tue. Und ich liebe Sachen mit meinem Kanal zu erleben, deswegen mache ich YouTube. Nächste Frage, Benkraft. Einer hält dir eine Waffe an den Kopf und sagt, er würde dich am Leben lassen, wenn du jemand anrufst, derjenige aber darf nicht abnehmen. Wen würdest du anrufen? Also ich muss wirklich sagen, das ist echt mal eine üble Frage. Und ich weiß tatsächlich, wen ich anrufen würde, nämlich meinen Bruder, denn er geht nie dran, wenn ich anrufe. Und das werden wir jetzt genau testen, aber ich brauche einen Assistent. Einen Moment. So, die Assistentin ist da, bitte. Okay, jetzt ruft mein Bruder an. Bitte geh nicht dran. Du bist noch nie dran gegangen. Bitte geh nicht dran. Bitte geh nicht dran. Bitte geh nicht dran. Bitte geh nicht dran. Du bist noch nie dran gegangen. Du bist noch nie dran gegangen. Ja! Er ist noch nicht dran gegangen, verdammt! Wie schießt er noch mit? Was soll das? Danke, Bankcraft! Für die nette Frage. So, nächste Frage kommt von AmaTV. Was ist deine Lieblings-App außer YouTube und welche Kamera benutzt du? Würde ich gerne wissen. Ich benutze die Canon 70D. Nochmal gucken, ob ich die irgendwann wechsle für eine 4K-Kamera. Und meine Lieblings-App ist zurzeit AZ Recorder. Das benutze ich sehr, sehr gerne, um meine Handy aufzunehmen, damit ich das bei Marco Verzelt hier auf der Seite einblenden kann. Das ist zurzeit tatsächlich meine Lieblings-App. So, nächste und letzte Frage von Musta Alifi. Hast du mit ein paar YouTuber-Kontakt? Also wir Technik-YouTuber haben tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe und dort sind fast alle Technik-YouTuber drin vertreten, die es in Deutschland so gibt oder die etwas größer sind. Aber auch kleinere YouTuber sind dort vertreten, also eigentlich nehmen wir fast jeden auf, der technisch versierten Content macht und auch guten Content macht. Und ja, ich habe tatsächlich Kontakt mit einigen YouTubern, aber mehr in der Technik-Szene als mit irgendwelchen anderen YouTubern. So Leute, das war Marco Verzelt Nummer 36. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich euch ein bisschen bespaßen konnte, freitags nach der Schule. Und ja, alle Links zu den Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir Fragen schicken wollt, einfach mit Hashtag FragTutu bei Instagram, Snapchat oder einfach hier auf YouTube. Wird mich mega freuen. Ich freue mich immer wieder über eure Fragen. Links und rechts findet alle Social Media, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ach übrigens, die andere Marco Verzelt findet ihr hier und hier. Klickt drauf und kommt zu dem anderen Marco Verzelt. Ach ja Leute, und wünscht mir Glück für Montag. Wegen dem Zahnarzttermin. Ich